Liebe Humusfreunde, heute besichtigen wir das internationale Mühlenmuseum in Gifhorn, eines der größten Mühlenmuseen überhaupt. Und hier gibt es Windmühlen, also historische Windmühlen, aus vielen Ländern Europas zu bestaunen. Also ein herrliches Gelände mit vielen alten Mühlen. Man kann hier wunderschön durch die Ausstellung wandern und wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal in Ruhe an. So, dann mal das gut, ne? Tschüss! Diese schöne Mühle stammt von der Insel Mykonos. Technik, die den Mühlstein antreibt. So, wir sind zurück aus dem Mittelmeer oder vom Mittelmeer und schauen uns jetzt mal eine deutsche Windmühle an. Zwar. Unsere Zahnradpärchen aus Holz übersetzt die Drehbewegung der Mühle in Drehbewegung zum Antrieb der Mühlsteine, und zwar über diese Doppelstange wird hier unten dann der Mühlstein angetrieben. Das obere Zahnradpaar übersetzt die Drehbewegung der eigentlichen Windflügel in die Drehbewegung für das Mahlwerk, also für die gesamte Technik hier in der Mühle. Der Einfülltrichter für das Mahlgut. Darunter befand sich unter der Abdeckung dann der Mühlstein.
Ausleger wird dann der obere Teil der Mühle in der jeweiligen Stellung über Ketten arretiert. Und das ist der lange Hebelarm, der dann die Mühle in der jeweiligen Position festhält. Das war unser kleiner Rundgang hier in Gifhorn durch das historische Mühlenmuseum. Also es lohnt sich wirklich, also schöne Mühlen, man kann auch in sehr viele Mühlen reingehen und die Technik besichtigen, was ja mir persönlich immer sehr viel Spaß macht. Das hat mich ja immer sehr interessiert, so technische Dinge. Und wir verabschieden uns hier noch mal einen letzten Blick auf die riesige Mühle hier am zentralen Platz des Museums. Und ich würde sagen, dann macht es mal gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.